Bonjour, bonjour, Monsieur, Dame. Heute, ich melde mich hier aus dem wunderschönen, aus der Stadt der Liebe, aus Paris. Guckst du da hinten, nächster La Tour Eiffel. Ist das nicht eine wunderschöne Ding? Ah. Heute musste ich Französisch mit dem Herrn sofort lernen. Und ganz ehrlich, ich konnte das in der Schule schon nicht. Und ja, da hat sich bis heute selbstverständlich ganz wenig dran geändert. Doch, es ist noch viel schlimmer geworden. Also ich. Aber trotzdem ist das eine wunderschöne Stadt. So, nun gucken wir, wir machen heute eine wieder Setter Open. Ich habe auch gemacht eine Back-Opening. Kommt heute auf den Kanal. Und wir schauen jetzt mal, was gibt es heute in die Show? Nehme ich den Pro-Down. So. So, also gucken wir mal. Hier, neu, unten. Mythic Pop Pack. Ist das nicht toll? So, gehen wir mal hier rein. Hier haben wir Mamas. Erstmal gehen wir in die Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da müsste ja nach wie vor der Mythic Quagmire drin sein. Ja. Und dann schauen wir mal hier in den Shop rein. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Wie Mythic Pop Pack ist denn neu? Haben wir mit Chris Gemelde, mit Saf Brannigan, Portrait, mit Peter Stroing, Eugene Belchard. Très joli, oh la 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 la. Eine wunderschöne Box für 500 Gems. So, very, very schön. Ja, Leute, also die Leute, die noch, denen noch ein paar Fragmente für den Bob zum Mythic Bob fehlen, schlagt doch jetzt einfach zu. Komm, haut rein, holt euch das Ding. Der Bob ist richtig geil. Definitiv. So, dann haben wir Eugene Becher. Und dann haben wir hier Gingerbread-Sketchbox. Ja, das ist diese Box mit den paar neueren Karten. Eugene Becher und Lois Griffin. Ja, ist jetzt nicht der absolute Oberbringer, ist aber auch nicht schlecht. Die Ghosted Tube Box wird wahrscheinlich dem einen oder anderen ein klein wenig mehr bringen. Mit Karten, die es bereits schon etwas länger gibt. Ghost Boy, Peter's Drawing, Christopher's Gemälde, Philip J. Fry und Eugene Belcher. Ja, dann haben wir, ja, sie wird schon durchgehen. Wir in die Combo Masterie. Gucken wir, was haben wir da? Eine Crispimblee. Gucken wir, Crispimblee. Was kann der Crispimblee? Schauen wir hier rein. So, eine Chris Bimley. Da ist er. Chris mit. geschlagen, erzwungen als hier. Chris mit einer. So könnte ich denn die ganze Zeit sprechen, ne? So, Chris mit einer Waffenkarte. Kommt er in den raus? Eine ganz schön defensive Karte mit. Kripple all. Und. Hijack. Und da kriegst du R10 mit hinzu auf die Karte, wenn du machst eine Combo. Ist das nicht dir wunderschön? Chris Bimble ist halt eine defensive Karte. Ah, komm, hör mal jetzt mal auf mit dem ganzen Rumgefranzöslichen, was ich so nicht kann. Also, defensiv und. Ich hasse Französisch. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht, ich konnte es nie und ich werde es auch niemals können. So, also, defensive Karte, jetzt fange ich schon wieder damit an. Alter, wenn ich einmal da drin bin, in diesem komischen französischen Matthäus, dann bin ich total konfus. Ich weiß nicht, wie heißt das, was heißt diese Französisch? Ah, jetzt bin ich schon in den nächsten Kombo. Seht ihr, die Sprache bringt mich schon so durcheinander. One-Eyed Bean Machine. Ja, One-Eyed Bean Machine, One-Eyed Bean Machine ist allerdings schon durchaus First Shot tauglich mit der Mythic Healer.
Mit der Blurred Ball. Ja, und da kriegst du hier raus tatsächlich 49 im First Hit. Na, da jetzt 10% drauf rechnest, da hättest du 27 und dann hättest du 26, 27 und 26, da wärst du bei 53. Und 53 ist schon ganz ordentlich. Ja, Problem ist natürlich nur, die hat natürlich auch nur Punch, also aber das scheiß drauf, wenn du damit alles wegballerst, ne? Was interessieren mich andere Effekte? Wenn ich da jetzt, keine Ahnung, 50 Punch hätte und also, ich die Werte so aus dem Small Club momentan hätte, ne, dann, oh. Oh, wäre das schön. Ja. So. Also muss sich jeder selber überlegen, wenn man noch keinen richtigen First Hitter hat, hat die Mythic Lila und hat die Blurns Ball vielleicht auch noch gemaxt oder so, ja, dann könnte das unter Umständen wirklich interessant sein, da eventuell was reinzumessen, aber 500 Gems sind halt schon hab ich, ne? Dann haben wir die Diamond Ring Lois. Schauen wir uns die mal an. Und das ist diese hier. Mit Geldkarten. Die einzige Geldkarte, die es in der legendären Version gibt, ist Bag of Nickels. Und da auf der rechten Seite Revanche. Und dann kommt Leech raus. Oh, sieht man jetzt gar nicht. So. Und ja, auch wieder defensiv, aber schon nicht ganz so schlecht. Also auf jeden Fall interessant. Wenn, oh, ja, dann, also ich weiß nicht. Also. Diamond Ring Lois war ja, glaube ich, auch schon ein paar, schon ein, mindestens einmal noch drin gewesen. Also mit dem Leech, ne? Mit dem Leech und mit der Revanche, das kann schon sehr geil sein, wenn du da noch mehr Leben drauf hast und noch ein bisschen mehr davon, ne? Also. Muss rechnen, dass da halt jedes Mal knapp 19 Schaden, 1938 Schaden beim Gegner machst. Jede Runde. Und heilst dich mit 21 wieder hoch, also beziehungsweise dann mit 23 wieder hoch. Das ist schon relativ nice, also wenn du 10% hochnimmst, ne? Naja, muss sich hier das selbst überlegen. Ob er die erstens die Lois im Deck hat. Und zum anderen. Oder für 1000 Steine ausgeben will. Hier kommen wir noch zu einer anderen. Was ist jetzt, was hier los mit Geldkarten? Zum Hover Throne King. Und der hat eben eines. Gucken wir uns mal die Mythic-Version hier unten an vom Bullock. Mit auch wieder Bag of Nickels. Und der hat halt Cheers All. Neunfach Cheers All. Schon nice, definitiv, ja. Kriegst 23 Leben mit hinzu, wenn du eine Combo spielst. Also meine Kombo ist es nicht, aber die ist auch schon ganz gut. Ja. Aber erstens habe ich keinen Mythic Bullock, zweitens habe ich kein Bag of Nickels und drittens finde ich, sind die Kombos von heute wirklich nicht so berauschend. Also ich meine, klar, die Lila da, die One-Eyed, die einäugige Ballkanone, wie sie auf Deutsch heißt, ja, die ist schon ziemlich effektiv. Würde ich aber keine 500 Gems so ausgeben. Die anderen beiden Kombos mit Lois hier und mit Bullock habe ich nicht. Und von der ersten brauchen wir gar nicht zu reden, die lohnt sich eh nicht. Also, zumindest nicht für 500 Gems. Also heute wieder mal nicht so toller Stuff drin hier bei den Combo Masteries. Ja, wenn es euch ein bisschen geholfen und gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare!
schickte mir Amu. Und ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem gleich. Haut rein, macht's gut. Bis dann und tschüss.